Wenn ich eine Ausfahrt auf dem Rad mache, dann fahre ich am liebsten in die Berge, denn die Szenerie, die ist immer so schön abwechslungsreich. Damit die Ausfahrt in den Bergen kein Desaster wird, gibt es ein paar Tipps, die man zu beachten hat, und die gibt es im heutigen Video. Wenn man längere Ausfahrten auf dem Rennrad geplant hat, braucht es einiges an Vorbereitung. Nicht nur die Fitness muss stimmen, sondern man möchte ja auch auf jede Eventualität vorbereitet sein. Plant man dann die längere Radfahrt auch noch in die Berge, steigern sich nicht nur die Höhenmeter, sondern auch die Risikopotenziale. Aber durch die Berge zu fahren, ist kein Hexenwerk, und ich zeige euch heute kurz und knapp, wie ihr jeden Berg erklimmt und auch sicher wieder runterkommt. Die Strecke im Vorfeld in die Berge sollte natürlich ordentlich geplant sein, und dazu kann man am besten irgendwelche Routenplanungs-Apps benutzen wie Komoot. Da kann man dann verschiedene Highlights zusammenstellen, die Höhenmeter, die Streckenprofile bzw. auch die Steigungen schon mal herausfinden, damit man sich optimal auf das Ganze vorbereiten kann. Auf dem Weg entlang findet man auch in der App ganz gute nützliche Tipps für eine Wasserquelle oder einen Kaffee, wo man dann mal unterwegs anhalten kann, um seine Energiespeicher wieder aufzufüllen. Und ein weiteres Feature auf der App ist es, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, kann man sich bis zu 3 Tage im Vorfeld einen kleinen Wetterbericht geben. Da kann man dann stündlich sehen, wie wird das Wetter oben am Berg bzw. wie sind die Temperaturen dort, damit man nicht am Ende buchstäblich im Regen steht. Wenn man den Wetterbericht ausgecheckt hat, dann sollte man natürlich noch die Kleidung dem Wetter entsprechend auswählen. Wenn es unten ganz schön warm ist, dann kann man natürlich mit kurzer Hose und Trikot losfahren, aber die Kleidung sollte dennoch atmungsaktiv sein und feuchtigkeitsableitend. Deswegen ist für mich immer Pflicht, in den Bergen nochmal ein Unterhemd zu tragen, denn das transportiert die Feuchtigkeit weg vom Körper und man kühlt oben nicht aus. Des Weiteren sollte man vielleicht auch noch ein paar andere Kleidungsstücke für die Arme und Beine einpacken. Also Armlinge, Beinlinge, die sind schnell verstaut, man kann sie runterkrempeln, wenn es einfach warm wird, wenn man sich bergauf anstrengt. Und oben angekommen braucht man natürlich noch ein Kleidungsstück für die Abfahrt, und dazu sollte man einfach eine Windweste einpacken, einen Windstopper. Je nach Wetterbedingungen kann der natürlich dicker ausfallen, und mein Tipp, wenn es richtig hoch geht, also irgendwo ein Pass hoch über 2000 Meter, dann packe ich mir immer eine Regenjacke ein, denn die ist eins super warm in der Abfahrt und leicht einfach zu verstauen und hält bei diesen hohen Geschwindigkeiten dich einfach warm und man kühlt nicht aus. Und wenn man oben angekommen ist, sollte man vielleicht auch noch bedenken, dass man viel geschwitzt hat am Kopf. Das heißt, man hat nasse Haare, und dazu sollte man vielleicht noch Kopfbedeckung einpacken, damit man oben einfach nicht auskühlt. Vor allem für die Abfahrt ist das dann auch ganz angenehm, einen Stirnband zu tragen oder eine Rennmütze. Für die Abfahrt braucht man vielleicht auch noch ein paar Handschuhe, denn es kann sein, dass die Finger auskühlen und dann kann man nicht mehr ordentlich bremsen, und deswegen sollte man vielleicht auch überlegen, sich ein paar Handschuhe einzupacken. Und noch ein kleiner Tipp, falls man vielleicht einen Windstopper vergessen hat, dann einfach oben mal schauen, ob es einen Kaffee gibt oder einen Zeitungsstand. Dort kann man sich einfach eine Zeitung für ein paar Euro kaufen und sich die unter das Trikot stecken. Das haben die Radprofis vor hunderten Jahren auch schon gemacht und machen es vermutlich heute immer noch. Übrigens, je weiter ihr die Berge hinaufkraxelt, desto näher seid ihr auch an der Sonne dran. Deswegen vergesst keinen Sonnenschutz aufzutragen. Wenn ihr einen Hautton habt wie ich, dann benutzt immer 50er. Vor allem Gesichtspartien einschmieren, Ohren, Nacken. Das sind einfach so Punkte, die gerne in der Sonne verbrennen. Und vor allem in den Bergen ist das nicht zu unterschätzen. Was auch gerne unterschätzt wird, wenn es in die Berge geht, ist der Kalorienverbrauch. In der Ebene, in der Gruppe kann man sich mal schön im Windschatten verstecken und kann sich ein bisschen ausruhen und hat nicht so einen hohen Kalorienverbrauch, wie es bergauf geht. Denn da muss jeder mit seiner eigenen Kraft den Berg hinauffahren und man verbraucht ordentlich Kalorien. Und je nach Fitnesszustand sollte man auf jeden Fall einen extra Riegel einplanen bzw. einen Notfallgel einpacken, damit man nicht in den Hungerast fährt. Wenn es einen Pass bergauf geht, dann kann man gut und gerne auch mal 1-2 Stunden dafür brauchen. Und auch wenn man keinen Hunger hat, sollte man im Vorfeld sich eine Erinnerung machen, wirklich jede halbe Stunde einen Riegel oder einen Gel zu essen, damit man nicht in die Gefahr läuft, einen Hungerast zu bekommen. Trinken sollte man auch genügend einplanen, deswegen unterwegs vielleicht die Trinkquelle auschecken und dann einen Elektrolyt-Tab mit einpacken, damit man am Ende keine Krämpfe bekommt. Wenn es durch die Berge geht, möchte ich natürlich auch noch mal hier an dieser Stelle an die Sicherheit appellieren. Denn in den Bergen gibt es meistens kleine verwinkelte Straßen, enge Kurven, die man manchmal auch nicht einsehen kann. Und auch der Verkehr kann ziemlich stark sein, wenn man zu gewissen Uhrzeiten fährt. Deswegen tragt am besten reflektierende Kleidung, fahrt vorausschauend, umsichtig und gebt Handzeichen, damit jeder im Verkehr weiß, was ihr vorhabt,
in welche Richtung ihr fahren möchtet. Und noch ganz wichtig, damit ihr nicht verloren geht, nehmt immer ein Mobiltelefon mit, etwas Geld, damit ihr immer wiedergefunden werdet. Am Gipfel angekommen sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Ich habe mir jetzt schnell die Regenjacke angezogen für die Abfahrt und bin bereit, weitere Anstiege in Angriff zu nehmen und auch die Abfahrten. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen in dem Video und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Für weitere Videos abonniert gerne unseren Kanal. Dann sehen wir uns auch bestimmt im nächsten wieder. Macht's gut, bis dann und immer sicher fahren.